Ihre Augen, schiefe Vampirzähne. Dieser Blick sorgt in England für Albträume. Ist das eine hässliche Katze? Sie sieht aus wie ich, wenn ich morgens aufwache. Es ist gruselig. Das ist absurd. Er ist ein bisschen hässlich. Nein, er braucht nur einen Zahnarzt. Wilfred ist die skurrilste Katze der Welt. Die Katze, die zurzeit überall für Schlagzeilen sorgt. Die Katze, die Promis zum Gruseln bringt. Ma! Ma, there's a weird fucking stray cat outside. It looks like grandma, the fucking thing. Wir haben Wilfred getroffen, exklusiv zum weltweit ersten TV-Interview. 10 Uhr morgens in London. Wir treffen Wilfreds Frauchen Jenna und Liana in einem Café. Das Zuhause soll geheim bleiben, weil es Katzenfänger gibt, die jetzt aus ihm Profit schlagen wollen. Als die beiden den Kater vor 2 Jahren bekommen, war das wohl ihr letzter Gedanke. Als wir ihn das erste Mal gesehen haben, dachten wir, so eine Katze haben wir noch nie gesehen. Das Gesicht sah aus wie von einem Menschen. Echt speziell. In den letzten 3 Wochen dann der große Durchbruch. Die Followerzahlen steigen auf 600.000, inklusive Verifizierung. Und er ist schuld daran, Schauspieler Michael Rappaport, bekannt aus Prison Break oder Little Boy. Der 48-Jährige sieht Wilfred auf Instagram und macht sich im Netz lustig. Ah! Ah! What the fuck is... He's back! Oh! Ma! Call the fucking cops! Jetzt ist Wilfred Warrior weltbekannt. In England erkennt man ihn in Pubs. Auf Facebook findet man unzählige Vergleiche mit Filmfiguren. Und es wird noch krasser. Seit letzter Woche gibt es die ersten Merchandise-Artikel zu kaufen. Und diese Frau lässt sich Wilfred auf den Hintern tätowieren. Die Welt von Jenna und Liana steht Kopf. Wir können gerade wirklich an nichts anderes denken, weil so viele Interviewanfragen und Angebote reinkommen. Wir gehen arbeiten und dann kommt Wilfred. Viele Unternehmen wollen mit Wilfred jetzt auf unterschiedlichen Produkten werben. Dabei sah Wilfred alias Creepy Cat nicht immer so aus. Als Baby hat er noch keinen Vorbiss. Erst seitdem er 6 Monate alt ist. Für viele ist das nicht normal. Ist er gesund? Nein, er sieht nicht wirklich glücklich aus. Hier zum Vergleich, das ist eine normale Chinchilla-Perser-Katze. Der 2-jährige Kater ist aber kerngesund, wie sein Arzt erklärt. Er schläft halt nur 20 Stunden am Tag und schaut einfach immer, naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig aus. Viele Leute sagen, er ist das Süßeste, was sie je gesehen haben. Ich sehe das auch so. Andere Leute sagen, er ist so schrecklich, dass sie Albträume haben. So geht es auch einigen meiner Freunde. Ob süß oder gruselig, wir erinnern uns nur zu gerne an Grumpy Cat. Heute 1 Million schwer. Jenna und Liana haben bisher nur ein wenig an ihrem Wilfred verdient. Aber das soll sich in Zukunft auch nicht ändern.